Ich glaube, wir können loslegen. Es ist 17 Uhr und wieder mal Clinical Journal Club. Dieses Bild aus dem New England Journal. Wir können den Hals und Schlüsselbein und Schulter von einem jungen Menschen erkennen. Und da sind irgendwelche schwarze Pickel. Keine Ahnung. Aber wenn wir die Sachen durchgehen, tinea versicolor ist es absolut nicht. Acne vulgaris würde ich pusteln und mehr Entzündungen erwarten und diese Verteilung wäre auch ungewöhnlich. Keratosis pilaris oder Hühnerhaut ist, sieht eigentlich anders aus. Und, perforierende Follikeln, Folliculitis hat mit Haarbildung etwas zu tun. Dies könnten wohl Härchen sein, aber ich kann es auch nicht erkennen. Und aber Navy können schwarz sein und diese Dinger sind schwarz. Ich habe keine Ahnung, was Nevus comedonicus sein könnte, aber das ist meines Erachtens die beste Wahl. Und das war's auch. Und stellt sich raus, dies sind Hamatome. Das sind Gewebe. Missbildung ist vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt. Die sind eigentlich kongenital. Das sind nicht Tumoren. Und dies ist ein Beispiel von einem Hamatom. Und wir gucken gleich im Moment, wie das sonst aussieht. Tinea versicolor, als ich in Vietnam war als Soldat, hatten das alle. Und das ist eigentlich eine harmlose Pilzerkrankung. Wenn man viel Sonne mitkriegt, dann sieht man dieser Unterschied zwischen betroffenen Gewebe und nicht betroffenen Gewebe, es juckt noch nicht mal sehr. Eigentlich kann man es, wir haben es dann letztendlich ignoriert, weil alle das hatten. Und die Ursache sind unterschiedliche Sorten von Malassezia und die kann man auch kratzen und unter dem Mikroskop kann man die erkennen. Ziemlich Banalität. Akne wissen wir ja und das hat auch mit Haarfollikeln und Talgdrüsen zu tun. Bestimmte Bakterien sind hier identifiziert und also das würde dann so aussehen, das ist es nicht. Was ich nicht wusste, ist, dass Rauchen macht Akne schlechter. Das sollte man den jungen Menschen erzählen. Dann Keratosis pilaris sieht so aus und wenn man da mit den Fingern drüber bürstet, das fühlt sich wirklich nach Hühnerhaut an. Und das hat auch mit Haarfollikeln zu tun und es hat eine genetische Ursache. Die genetische Ursache ist mir jetzt im Moment nicht bekannt. Hier ist eine andere Form von Folliculitis. Folliculitis hat immer mit, keine Ahnung, was rot blinzelt, ist immer schlecht. Aber diese Dinger sind auch lästig. Wie soll man denn wissen, ob das Ding an ist oder nicht? Das ist ja komisch, wie ist denn Google? Das sieht ja normalerweise anders aus. Der Recorder läuft, aber ja. Ob das Hallo Schabern, grüß dich. Wir haben ein kleines technisches Problem. Das Mute-Symbol blinkt am Mikrofon und ich kann es irgendwie nicht ausstellen. Ja, wenn ich einmal aufdrücke, dann ist das rot. Es scheint irgendwie, also hier gibt es auch irgendeine Warnmeldung, bei dem so ein kleines Ausrufezeichen im roten Dreieck. In der, ja,
An dem großen Mikrofon ist das Mute, der Mute-Knopf rot. Okay. Okay. Ja, das ging. Okay, weil das Symbol hat mich gerade so ein bisschen... Okay, alles klar. Gut, Dankeschön. Okay, alles klar. Dankeschön. Das sei wohl in Ordnung. Also das braucht es irgendwie nicht zu interessieren. Tut mir leid. Also perforierende Folliculitis, das hat mit Haarbildung zu tun. Sieht so aus. Und letztendlich unser Krankheitsbild für heute, Nevus comedonicus, sieht so aus. Und ja, habe es auch noch nie lebendig gesehen. Aber so sieht das aus. Das erste Thema im New England Journal, es geht um Ezetimibe. Und Ezetimibe ist ein Pharmakon, das inhibiert das Niemann-Pick C1-Protein. Und das ist ein Kanal oder ein Transporter, das für die Cholesterintransport über den Magen-Darm-Trakt verantwortlich ist. Und das kann man hemmen. Dieser Transporter gibt es auch an Leberzellen. Und Ezetimibe wird kombiniert mit Statine, um LDL-Cholesterin weiter zu senken und führt zu ungefähr eine 20% weiterer Senkung im LDL-Spiegel. Ob das hilft, war eigentlich nicht bekannt und mehrere Studien sind gelaufen, die eigentlich kein positives Ergebnis zu keinem positiven Ergebnis geführt haben. Diese Studie hier ist eine Ausnahme und was hier gemacht worden ist, ist diese Leute, die eigentlich ziemlich gut eingestellt waren nach ihrem akutem Koronarsyndrom. Die hatten alle LDL-Spiegel in beiden Gruppen unter 100. Und die sind dann randomisiert worden zu ziemlich hochdosierten bis 80 Milligramm pro Tag Simvastatin plus oder minus Ezetimibe. Und wir gucken uns die Leute an. Viele Diabetiker sind dabei und viele Leute haben Hochdruck und die sind alle so um die 65 und sehen so aus wie Menschen, die schon ein akutes Koronarsyndrom haben könnten. Und dann gucken wir den Verlauf nach. Und diese Patienten sind 7 Jahre beobachtet worden. Und ja, ich finde das Ergebnis eigentlich nicht so eindrucksvoll. Aber es ist tatsächlich statistisch signifikant. Das ist ungefähr ein 4% Unterschied in dem Sammelsurium-Endergebnis hier zu sehen und Ezetimibe zusätzlich zu Statin hat geholfen. Wir gucken uns den primären Endpunkt nochmal an. Das war ein Sammelsurium von nicht fatalen Myokardinfarkt, instabile Angina pectoris, den Bedarf koronare Vaskularisierung durchgeführt zu bekommen, nicht fatalen Schlaganfall. Der Verlaufsdauer war 6 Jahre. Und wenn wir uns das angucken, zusätzlich, wenn man Ezetimibe obendrauf gekriegt hat zu den Statinen, ist tatsächlich LDL-Spiegel ungefähr 24% weiter gesenkt worden. Und wenn wir uns diese sämtlichen Statin-Studien hier angucken, können wir eine lineare Beziehung sehen zwischen LDL-Cholesterin und das Risiko, ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden. Und diese Regressionslinie geht durch den Nullpunkt. Das würde die Idee nahelegen, dass LDL-Konzentrationen sind das Wesentliche hier und nicht irgendwelche LDL-unabhängige magische Wirkungen von den Statinen. Also diese Studie heißt Improve It und jetzt haben sie es gelernt. Das nächste Thema in New England Journal, es geht zur Fütterung von Patienten auf Intensivstationen. Das hat sich während meiner Karriere enorm verändert mit der Entwicklung erstens von parenteraler Ernährung und guter enteraler Ernährung durch einen Katheter hier im Dünndarm. Und seit den 70er Jahren wurde im Prinzip, wir haben es auch Hyperalimentation genannt, wo man versucht hat, so viel Eiweiß und Kalorien in die armen Menschen reinzukippen wie möglich.
Das hat aber zu Problemen geführt. Erstens haben sie mehr CO2 produziert und machte dann Terror bei den Beatmungsmaschinen. Sie haben auch zusätzlich Gewicht zugenommen, aber es war eher Fett als irgendwas anderes. Dann haben sie Fettlebern bekommen, dann sind Glukosespiegel schwer einzustellen. Und das hat dazu geführt, dass man eine Studie durchgeführt hat, ist es wirklich sinnvoll, diesen Leuten auf der Intensivstation zu überfüttern. Und vielleicht ist das tatsächlich schädlich und führt zu einer tatsächlich erhöhten Mortalität. Das ist dann in einer Studie, wo nur ein Zentrum involviert wurde, gezeigt worden. Und aus diesem Zweck hat man hier eine multizentrische Studie durchgeführt, wo Patienten auf Intensivstation randomisiert worden sind zur Standardfütterung. Da sind Tabellen, wo man errechnen kann, wie viele Kalorien Menschen bei einer bestimmten Größe brauchen. Und dann hat es auch damit zu tun, was sie jetzt gerade erlitten haben, sei das Verbrennung oder Trauma oder Nachchirurgie oder Sepsis und so weiter. Oder eine permissive Unterfütterung, wo sie 40% weniger Kalorien gekriegt haben, aber die gleiche Konzentration an Eiweiß. Wir gucken uns diese Leute an. Es waren überwiegend internistische, intensivpflichtige Patienten, weniger chirurgische Patienten und weniger Trauma. Die waren in der Regel beatmungspflichtig, 97% in beiden Gruppen. Wir hatten Serum-Albumin-Spiegel, die waren definitiv niedriger. Und wenn man diese Apache-Werte anguckt, waren nicht die kränksten auf der Welt, aber waren schon meines Erachtens krank genug, um die Hypothese zu testen. Dann, wenn wir uns hier angucken, der eingeschätzte Kalorienbedarf bei diesen Patienten waren in beiden Gruppen beinahe 2000 Kalorien pro Tag. Und bei der standardgefütterten Gruppe hat man auch versucht, dieses Ziel zu erreichen und ungefähr 40% weniger Kalorien hier in dieser Testgruppe. Was dann tatsächlich erreicht worden ist, ist in beiden Gruppen eigentlich weniger als Ziel, aber in den anderen Parametern sind die beiden Gruppen ähnlich, abgesehen von den Eingriffen hier oben gezeigt. Und was wir hier sehen, ist, hier ist die Kalorienzufuhr bei der Standardgruppe, die hat ungefähr 80% des Bedarfs, wäre dann 100% gewesen, tatsächlich erreicht. Und hier ist die permissive Gruppe, die hat 40% weniger Kalorien gekriegt. Die hat aber einen Zusatz an Eiweiß gekriegt, sodass die Eiweißzufuhr in beiden Gruppen gleich war. Jetzt, die Glukosespiegel waren tatsächlich niedriger bei der Gruppe, die weniger Kalorien gekriegt haben. Und die haben auch einen erheblichen geringeren Insulinbedarf gebraucht, um bestimmte Blutzuckerwerte zu erhalten und haben auch weniger Flüssigkeitsbedarf gehabt. Aber was wir hier sonst sehen, was mit dem Sofa-Wert und was mit der Entzündungszeichen und Präalbuminspiegel und so weiter, war in beiden Gruppen eigentlich nicht unterschiedlich. Und das würde dann auch dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit des Überlebens auch in diesen beiden Gruppen nicht unterschiedlich ist. So konnte man in dieser Studie nicht zeigen, dass eine verringerte Kalorienzufuhr im Vergleich zu was wir sonst anwenden, zu verbesserten Überlebenschancen führt. Unterschiedliche Schwächen an dieser Studie, die habe ich hier in diesem Absatz auch aufgestellt. Können Sie weiter angucken, aber wahrscheinlich werden wir dann unser Verhalten auf Intensivstation, was enterale Ernährung anbelangt, nicht groß verändern. Das nächste Thema im New England Journal hat mit schwerer kombinierter Immundefizienz zu tun. Und über dieses Thema haben wir wahnsinnig viel gelernt in den letzten 20 Jahren, muss ich sagen. Und es sind unterschiedliche genetische Syndrome beschrieben, X-gekoppelte, schwere kombinierte Immundefizienz, Adenosin-Deaminase-Defizienz und unterschiedliche Sachen, die ich hier aufgelistet habe, die schon bekannt sind.
Und diese Sachen sind auch an Mäusen bekannt. Und es gibt eine Maus für jeden Menschen. Und Rag-Knockout-Mäuse, Rag 1 und Rag 2, die dann nicht in der Lage sind, Immunglobuline so zu kombinieren, wie das sein sollte, sind auch bekannt. Und es geht hier um ein neues Syndrom. Und das betrifft der Dedicator of Cytokinesis oder Zueigner der Zytokinese 2. Das Gen dafür heißt DOC2. Und das führt zu einer Bildung von einem bestimmten Eiweiß, das kleine G-Proteine reguliert, sodass die Signaltransduktionskette hier funktioniert, sodass diese Lymphozyten sich dann bewegen können. Und wenn die Lymphozyten sich nicht bewegen können, dann sind sie halt lahm und dann können sie ihre Aufgaben nicht durchführen, seien das B-Zellen oder T-Zellen, können sie nicht richtig interagieren mit anderen Zellen durch die Rezeptoren, die sie brauchen, zu wissen, dass sie jetzt die Feinde eingreifen sollten und so weiter. Also das ist DOC2 und wir gucken uns dieses, ich fand es ziemlich, ich weiß, ich übertreibe es mit diesem Zeug, aber ich finde es interessant. Hier sind 5 kleine Kinder in diesen 5 Familien und wir sehen hier schon, in 3 Familien sind die Leute miteinander verwandt. Es würde wahrscheinlich die Idee naheliegen, dieses überwiegend autosomal rezessive Erkrankung. Und dann hat man über das ganze Genom so ein Exome-Sequencing-Verfahren durchgeführt und hat Mutationen hier gefunden an DOC2. Und hier sind die 5 Kleinen und 2 von denen sind gestorben, aber 3 haben eine allogene Knochenmarkstransplantation gekriegt, wo sie vernünftige T-Zellen von anderen Leuten gekriegt haben, die ein normales DOC2 hat. Und das hat denen geholfen. Und die haben unterschiedliche allgemeine Probleme in Abwehr von viralen und bakteriellen Erkrankungen. Und diese Mutationen an DOC2 waren zerstreut eigentlich über das ganze Gen. Aber sie führen dazu, dass das Protein, wie hier gezeigt ist, gar nicht produziert wird in den T-Zellen. Und in den B-Zellen ist das auch nicht so doll. Aber in Granulozyten und anderen Zellen, die anderen Immunabwehrzellen, die nicht angewiesen sind auf DOC2, war das nicht der Fall. Jetzt werden wir hier gucken. Hier ist jedes dieser Kinder aufgetragen und haben die Zellen gefaxt und die unterschiedlichen Lymphozyten-Subtypen, die verringert sind an Mengen, sind hier angegeben. Das können Sie sich selber angucken. Und wie gut sie waren in der Produktion von Immunglobulinen ist hier auch aufgetragen. Und was wir hier sehen, ist eine ziemlich allgemeine Immunschwäche. Und RAC 1 ist bergab von DOC2. Und wir sehen hier, dass die RAC 1-Aktivierung, dieses kleine G-Protein, das durch DOC2 geregelt wird, und dass es bei diesen Patienten funktioniert, dass ungefähr ein Drittel so gut wie bei Mutti oder nicht verwandten Kontrollen. Und die T-Zellen und B-Zellen können nicht mehr migrieren, was hier gezeigt wird. Und der Grund dafür ist, das Zytoskelett dieser T-Zellen polymerisiert nicht. Das heißt, beinahe hätten die eine Fraktur. Die können dann nicht migrieren. Dazu brauchen sogar Zellen ein Skelett. Das Zytoskelett, und das funktioniert bei den Patienten nicht und bei den Kontrollen nicht, weil in T-Zellen und B-Zellen funktioniert die Aktinpolymerisierung nicht. Hier sind andere Untersuchungen, natürliche Killerzellen, ob die funktionieren, die man braucht, um unterschiedliche Sachen abzuwehren, und das ist bei den Patienten gelähmt. Und was wir hier auch sehen können, ist bei den Patienten, die diese allogene Knochenmarkstransplantation gekriegt haben, dann ist die Anzahl an schlecht funktionierenden Zellen, wird dann ersetzt mit gut funktionierenden Zellen. Und die 3 Patienten, die eine vernünftige Knochenmarkstransplantation bekommen haben, waren im Prinzip dadurch geheilt. So, was wir von dieser ganzen Geschichte gelernt haben, ist ein zusätzliches Syndrom von der kombinierten Immunschwäche, das zu einer Schwäche der Abwehr von Bakterien und Viren führt, durch eine allgemeine T-Zell,
T-Zell-Defekt, der mit der Polymerisierung des Aktin-Zytoskeletts zu tun hat. Und das nächste Thema im New England Journal, Sie werden sich daran erinnern, das ist auch ein paar Monate her, als Ebola besonders diskutiert wurde, da war dieser arme amerikanische Arzt, der in Afrika Ebola bekommen hat, der ist nach Atlanta geflogen worden und über den haben wir auch berichtet und der war 2 Wochen lang beatmet und ist beinahe gestorben und hat Nierenversagen gekriegt und wurde dialysiert und lauter furchtbare Sachen sind passiert. Dann konnte der letztendlich nach Hause gehen und 14 Wochen später kommt er an mit Verlust von Sehvermögen in seinem linken Auge. Was könnte das sein? Und dies hier ist ein zusammengestelltes Bild aus unterschiedlichen Retina-Fotos. Als er reinkam, sieht eigentlich, da sind ein paar kleine Veränderungen, Choroiditis, die er hat, aber so schlimm sieht das nicht aus. Hier ist der Sehnerv und hier sehen wir die Gefäße und dies ist eine Collage-Zusammenstellung. Aber unter der Spaltlampe, was hier angedeutet wird, ist Entzündung in der vorderen Kammer. In anderen Worten, dies ist eine Uveitis. Und am Anfang wussten die Augenärzte nicht genau, was hier los ist. Und dann geht das weiter und dann auf einmal ist der ganze Glaskörper auch vertrübt. Dann kann man die Retina gar nicht mehr sehen. Das heißt, der hat eine Uveitis und eine Vitritis. Und er hat, die haben alles Mögliche hier gemacht, haben versucht, Entzündung zu bremsen mit Prednisolonspritzen und dann haben sie unterschiedliche antivirale Mittel hier, die mir nicht so geläufig sind, noch auch ausprobiert und es war alles ziemlich fürchterlich. Aber nach 3 Monaten hat sich dieses Auge einigermaßen wieder erholt und die Vitritis und Uveitis waren rückläufig und die haben auch Proben entnommen von diesem Auge und dieses Auge war ein Speicher für Ebola-Virus, weil Auge ist ja relativ geschützt von Immunabläufen. Es ist ja im Prinzip ein Teil des Gehirns, also der Blut-Hirn-Schranke spielt hier eine Rolle und dieses Auge war ein Speicher für Ebola-Virus bei diesem armen Menschen. Ja, das hat er auch noch überlebt. Und das ist die Geschichte von Augenentzündung durch Ebola-Virus, protrahiert 3 Monate später. Und die Übersichtsarbeit im New England Journal hat auch mit Augenheilkunde zu tun und es hat mit ischämischer optischer Neuropathie zu tun. Und darüber sollten wir mal was wissen, weil dies ziemlich häufig ist und einer der häufigen Krankheitsbilder, die wir alle kennen, ist die Riesenzellarteritis. Das ist eine Vaskulitis, sind unterschiedliche kranielle temporale Arterien, aber auch die zentrale Arterie der Retina sind hier involviert und das kann zur Erblindung führen. Das ist nur eine Ursache von ischämischer optischer Neuropathie. Es gibt viele anderen und das Erste, was hier erklärt wird, ist, wie die Durchblutung des Auges abläuft durch die zentrale Arterie der Retina und anderen Gefäßen, die hier um den Sehnerv ablaufen. Und der Sehnerv ist ja eigentlich weiße Materie vom Gehirn. Das Auge ist eigentlich ein Teil des Gehirns. Und was das alles verursachen kann und wie man das durchs Ophthalmoskop früh erkennen kann und was die Ursachen sind, leider abgesehen von Riesenzellarteritis ist da, was ich da entnommen habe, ist relativ wenig, was man für diese armen Leute tun kann. Und die Ursachen haben mich auch interessiert, nämlich dieses Krankheitsbild, abgesehen von Embolien und Ähnliches, passiert relativ häufig nach schweren Operationen, dass die Leute dann einen Sehvermögenverlust haben nach Operationen. Eines ist Coronarien-Bypass-Operationen und es wird auch spekuliert, wie das vielleicht zustande kommt. Und dann zweite Form von Operationen sind
Operationen an der Wirbelsäule, wo die Patienten auf dem Gesicht liegen müssen für 5-6 Stunden oder was auch immer da gemacht wird. Und das ist das Thema und sollte man etwas auch als Allgemeinmediziner darüber wissen. Hier ist der Patient von letzter Woche mit dieser schrecklichen Nase und das ist kam aus Mexiko, dieser Patient. Das ist ein Rhinosklerom und die Ursache ist eine bakterielle Infektion durch bestimmte Sorten von Klebsiella. Das ist hier alles auch nett gezeigt. Die haben hier nette Biopsien gemacht und kann man auch die Erreger hier intrazellulär hier identifizieren. Und dann wollten sie den Ciprofloxacin verordnen und der hat gesagt, nö, mach lieber Naturheilkunde. Und dann ist er von dannen gegangen. Aber ich glaube nicht, dass das mit Naturheilkunde viel besser geworden ist. Dieser Patient ließ sich ein bisschen mehr durch Schulmedizin behandeln. Der hat auch eine ziemlich grässliche Nase. Und dieses wurde bioptiert, ziemlich eindrucksvoll. Und das war ein T-Zell-Lymphom. Und am Anfang war das diese Hauterscheinung alles, was man von diesem T-Zell-Lymphom finden konnte. Ich bin eigentlich ziemlich skeptisch, was Bestrahlung anbelangt, aber dieser Patient wurde bestrahlt. Wie wir hier sehen können, es hat auch seinen Schnurrbart hier ausgerottet. Der ist verschwunden und Augenbrauen sind auch ein bisschen schwächer geworden. Dann hat der irgendwelche Knüppel entwickelt in der Lunge, die wurden dann bioptiert und das war auch T-Zell-Lymphom und dann hat er Chemotherapie gekriegt. Aber der hat sich umwandeln lassen von das zu das und das ist schon ein ganz gutes Ergebnis. Dann der Fall im New England Journal hat mich auch irritiert und sehr interessiert. Es geht um einen 70-jährigen Mann mit schwerer Koronarherzerkrankung und der hat schon multiple Behandlungen dafür gekriegt und hat einen Herzinfarkt erlitten und ist herzinsuffizient und er kriegt einen Defi. Und dieser Defi wird implantiert und dann wird er nach Hause geschickt und 10 Tage später kommt er wieder rein mit Brustschmerzen und Kurzatmigkeit. Na, wenn wir uns dieses EKG angucken, wenn wir ganz vorsichtig gucken, sehen wir ST-Streckenhebung in 2 und 3 und AVF, nicht so eindrucksvoll, aber sind eindeutig da. Sonst sehen wir hier einen Sinusrhythmus und sonst ist hier ziemliche Ruhe. Und dann hat man unterschiedliche diagnostische Verfahren durchgeführt. Und eines war ein Röntgenbild. Und hätte ich dieses Röntgenbild gesehen, was ich hätte sofort eine Pleurapunktion gemacht. Könnte ja Eiter sein von Pneumonie und ein MPM oder es könnte blutig sein, vielleicht hat er einen Lungenembolus gehabt oder vielleicht ist die Elektrode von dem Defi durch den rechten Ventrikel gewandert, das könnte auch sein. Aber so hatte ich gedacht, naja, was tun, habe ich Ihnen eine Frage hier gestellt. Herold gucken nach den Leitlinien oder Genom und Urin sequenzieren und nach Biomarker fahnden oder Schaban anrufen oder Ganzkörper-CT. Also ich hätte eine Pleurapunktion gemacht. Das wurde aber nicht gemacht, aber die Doktors waren hier klüger. Und der Mensch, der dieses diskutiert die Möglichkeit eines Myokardinfarkts, was natürlich immer da ist, gerade wenn man ST-Strecken Hebungen sieht in 2-3 AVF, könnte ja ein dissozierendes Aortenaneurysma haben, finde ich ein bisschen weniger wahrscheinlich, aber es ist auch möglich, Pleuritis und Perikarditis oder irgendein Problem mit diesem Defi. So haben sie den Defi abgerufen und der Defi hat gemeint, dass nicht mehr so doll und der Impedanz, das heißt der Widerstand zwischen Elektrode und Ventrikel, war jetzt 10-fach erhöht und der Defi war nicht in der Lage, als den Ventrikel zu erfassen. So haben sie schon, vielleicht war das Klügste, dass sie erstmal den Defi abgerufen haben. Dann wussten sie, da ist irgendwas falsch. Und dann haben sie halt ein CT gemacht und siehe da, da sitzt die Elektrode, ist durchgebohrt durch den rechten Ventrikel. Das kann man hier, ich glaube, das ist das Eindrucksvollste. Und was tun? Und Echo ist auch gemacht worden und der Perikarderguss, dieser Pleuraerguss ist wohl blutig. So haben sie dann einen netten Chirurgen herangeholt.
Und der hat hier links vom Sternum da ein Loch reingemacht und konnte dann diese Stelle tatsächlich unter Vision direkt sehen. Und da haben sie die Elektrode daraus gezogen und das Loch ging zu, was ich auch mich ein bisschen überrascht hat. Also das war alles, was dann hat er noch einen Stich durchgemacht, um sicher zu sein und ist dann hat sich dann zurückgezogen und es ist alles gut geworden bei diesem Patienten. Aber was man von diesem Fall lernt, ist diese Probleme mit diesen Defis und Perforationen sogar 10 Tage später und wie das zustande kommt. Es passiert häufiger bei Frauen als bei Männern. Es passiert eher bei dünnen Menschen als bei adipösen Menschen, weil das mich auch ein bisschen verwundert hat. Und dann sollte man den Defi elektronisch abrufen, um zu sehen, wie der funktioniert. Und CT scheint eine ziemlich gute Methode sein, um hier eine Diagnose zu stellen. Also hier ist die Frage der Woche. Es geht um einen Typ 2 Diabetiker und der hat schon ST-Streckenhebungsinfarkt gehabt und hat eine Auswurffraktion von 28%. Alles ähnlich wie dieser Patient, den wir eben gesehen haben. Sollte vielleicht auch einen Defi kriegen. Und dann haben wir im Angebot, was tun. Digoxin zusätzlich zu geben, das wollen wir seit letzter Woche wahrscheinlich nicht tun. Sollte jetzt das Metoprolol abgesetzt werden und mit Carvedilol ersetzt werden, kann ich mir nicht vorstellen, warum. Furosemid finde ich auch nicht doll. Zusätzlich Valsartan zu geben bei diesem Mensch, der schon Lisinopril bekommt, finde ich auch nicht eine gute Idee. Aber Spironolactone, solange dass man ab und zu mal Kalium misst, das könnte vielleicht sein Leben verlängern und das ist auch die richtige Idee, Antwort. Dies wird uns später noch beschäftigen. Es geht hier um einen 7-jährigen Junge und der kommt rein und ist schwach. Hat ein Kalium von 1,9, könnte damit zu tun haben, hat ein Natrium von 136, Chlorid 110, Bicarbonat von 16, also er hat metabolische Azidose mit keinem Anstieg in der Anionenlücke. So hat er eine hyperchloremische metabolische Azidose und hat Blut-pH von 7,23 und PCO2 von 25, wird einigermaßen kompensiert und sieht so aus, als hätte er eine distale renale tubuläre Azidose, würde ich wetten. Und das hat er auch schon seit Jahren. Und dann sind hier unterschiedliche Sachen im Angebot. Kaliumcitrat und es gibt Kaliumcitrat und Natriumcitrat gemischt. Das wird in Amerika meistens verordnet. Das ist nach einem bestimmten Dr. Scholl von den 30er Jahren genannt als Scholls Ersatzflüssigkeit, sowas ähnliches könnte man geben. Dann ist auch im Angebot, man könnte ihn zusätzlich dazu Amyloid verordnen. Ich würde nicht denken, dass das eine gute Idee ist, weil dann sollte eigentlich die renale tubuläre Azidose schlechter werden. Und dann ist auch im Angebot, ihm Acetazola mitzugeben, was eigentlich renale tubuläre Azidose auch schlechter machen würde. Das werden wir dann besprechen, wenn der Artikel rauskommt. Dann hier im Lancet, dies solltet ihr in dieser Abteilung wissen. Was führt zu einem sicheren Ergebnis? Herzkatheter mit Stent-Anwendung durch die Radialarterie oder durch die Femoralarterie? Und dieses ist hier untersucht worden und diese Patienten, wo beides in Frage käme, das heißt, die waren Kandidaten für beide Eingriffe, sind randomisiert worden. Die kamen rein mit ST-Streckenhebungsinfarkt und wurden dann akut behandelt. Und der Zugriff war entweder durch die Radialarterie hier am Arm oder durch die Femoralarterie. Und das Endergebnis war, wie sieht's aus nach 30 Tagen mit kardiovaskulären Ereignissen, Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall und solche Ähnliches oder mit Blutungskomplikationen, die bewertet werden durch Bleeding Academic Research Consortium, Major Bleeding Unrelated to Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Dann kann man einen bestimmten BARC-Wert hier errechnen.
Also das war das Endergebnis. Und wenn wir das angucken, hier ist der femorale Zugang und hier ist der radiale Zugang. Und signifikanter Unterschied. Und Komplikationen zu kriegen, Kreislauf und Bluten, ist häufiger mit dem femoralen Zugang als bei der Radialarterie. Und das gilt auch für Gesamtmortalität, hier oben gezeigt, und für Sammelsurium von Myokardinfarkt, Schlaganfall oder Barkbluten. Und wenn man uns das anguckt, das ist ziemlich eindrucksvoll. Ich meine, es passiert eigentlich ziemlich wenig hier. Wir sitzen hier um 2%. Also der femorale Zugang ist schon sicher. Aber radial ist besser. Und das war statistisch signifikant. Also wenn ihr Operateure habt, die damit gut sind, das sieht so aus, als würde man lieber dies haben als Patient als dieses. Und der Unterschied ist darauf zurückzuführen, es hat mit diesen Blutungskomplikationen, die wir ja auch alle kennen, großes femorales Hämatom und es ausgeräumt werden muss. Und vor 10 Jahren waren unterschiedliche Verfahren, die man anwenden könnte, sodass das nicht passieren würde. Aber Radialarterie, ziemlich sicher, wenn da was schief geht, das merkt man sofort. Und die hat keine Arteriosklerose. Die unten, hat immer Arteriosklerose. Und das ist wahrscheinlich, auf was der Unterschied zurückzuführen ist. Und das ist in unterschiedlichen Untergruppen in dieser Auswertung ist der radiale Zugang der bessere. Dann sind 2 Papers, wo Aortenklappen durch TAVR verglichen wird in der ersten Studie mit chirurgischen Aortenklappenersatz. Und diese Patienten sind tatsächlich vor 5 Jahren mittlerweile, so viel Zeit vergangen, randomisiert worden zur transkutanen Aortenklappe oder chirurgische Aortenklappe-Ersatz. Und was wir hier sehen, beides gut, kein Unterschied. Und dies sind diese TAVR-Geräte vor 5 Jahren. Was man heute den Patienten anbietet, ist erheblich besser als die vor 5 Jahren angeboten worden sind. Aber was wir hier sehen, ist, ich meine, diese Leute sind alt und krank, wenn sie Aortenstenose haben. Wir leben ja nicht für immer. Aber die TAVR-Gruppe ist genauso gut gefahren wie die chirurgische Gruppe. Und das gilt auch für Klappenöffnungsfläche, ist in beiden Gruppen gleich. Und Gradient über die Aortenklappe, die haben immer noch ein bisschen Gradient, aber es ist nicht höher in der TAVR-Gruppe zum Beispiel. Und hier ist linker Ventrikelmassenindex auch ziemlich gleich. Und man könnte da folgern, dass diese kutane Klappenbehandlung ganz gut aussieht. Und in der nächsten Studie, die andere Studie, Partnerstudie, werden Sie vielleicht daran erinnern, da sind die Leute, die waren so schlecht dran, die Chirurgen haben gesagt, nö, den nehmen wir nicht. Und Patienten mit dieser Form von Aortenstenose sind randomisiert zur üblichen Behandlung, das heißt Däumchen drehen und nichts tun, im Vergleich zu Klappenersatz durch transkutaner Methode. Und was wir hier sehen, hier schlägt natürlich die TAVR-Gruppe, schlägt die Standardbehandlung-Gruppe und diese Leute sind alt und krank und die haben ja natürlich erhebliche Probleme, dass die 5 Jahre weiterleben. Die sind schon beinahe 90% tot, aber hier sind nur 60% tot und das ist ein signifikanter Unterschied. Und was hier ausgewertet wird, ist Proports von an was diese Leute sterben. Und die TAVR-Gruppe ist auch überwiegend an Nicht-Aortenklappen-Probleme gestorben, weil sie einen Schlaganfall gekriegt haben oder Krebserkrankung konnten sie nicht mehr bewältigen oder Altersschwäche, was auch immer. Und das war dann im Prinzip der, und der, was mich auch interessiert hat, das Risiko, Schlaganfall zu kriegen mit diesem Aortenangriff ist natürlich ein bisschen höher. Aber so groß ist der Unterschied auch nicht. Und wenn wir dann Gruppen hier gucken, an was die Leute gestorben sind, sehen wir im Prinzip, dass
Und wie funktionsfähig sie waren nach diesem Eingriff, sieht es so aus, als sollte man keine Leute mit Aortenstenose rumlaufen lassen ohne eine vernünftige Behandlung, sei es auch diese, die der chirurgischen Behandlung eigentlich beinahe gleichzustellen wäre. Dann das nächste ist Hepatitis C-Virus. Und ich weiß, Sie haben schon Dutzende von diesen Studien angeguckt, aber ich bin da immer noch damit beeindruckt, was wir jetzt machen können gegen Hepatitis C-Virus. Nämlich früher hatten wir Interferon und Ribavirin und dann liefen die Leute alle rum mit einem HB von 7 und waren krank von Interferon und es hat auch nur in der Hälfte irgendwas gemacht. Jetzt haben wir spezifische antivirale Mittel, und die greifen eine Protease an, das Hepatitis C-Virus braucht und auch ein anderes Protein, das irgendwie mit der Schale des Virus Synthese zu tun auch irgendwas zu tun hat, greifen diese beiden Stellen an und es geht hier um Patienten mit Genotyp 4. Ich glaube, in Europa ist der Genotyp 1 am häufigsten und der wird überwiegend mit Sofosbuvir behandelt und diese beiden Präparate sind ähnlich. Und wenn wir gucken, wie ist die Unterdrückung von Hepatitis C-Virus nach 12 Wochen, ziemlich gut hier, sind ja 98%, 100%, 100% in diesen, ob die Patienten naiv sind, das heißt, sie sind noch nie behandelt worden oder ob sie schon durch eine andere Behandlung durchlaufen sind, die nicht erfolgreich war, sind die Heilungschancen anscheinend ähnlich. Und wenn man die Nebenwirkungen anguckt, sind die auch in den Gruppen, sind schon da. Asthenia, ich glaube, das ist irgendwas mit Müdigkeit oder sowas. Okay, aber immerhin, ich glaube, es gibt jetzt vernünftige Behandlungen für Hepatitis C-Virus, auch wenn man Genotyp 4 hat. Und diese letzte Studie, es geht um schwangere Frauen mit schweren Hypertonus in der Schwangerschaft. Die haben es hier nicht Präeklampsie genannt, aber Frauen, wo man denkt, Donnerwetter, die sollte man entbinden. Und dann hat man diese Frauen randomisiert. Man hat sie entweder mit 34 Wochen entbunden oder versucht, die Schwangerschaft bis zur 37. Woche durchzuführen. Und dann waren die Endpunkte Sachen in Rot hier, die die Mutter betreffen, wie Thromboembolien, Lungenödem, Eklampsie, das heißt Krampfanfall, das HELLP-Syndrom, maternalen Tod und so weiter. Und Sachen, die den zweiten Patienten hier betreffen, muss dieser Neugeborene dann beatmet werden, kriegt er respiratorisches Distress-Syndrom. Und was wir hier sehen, ist für die Muttis, ist die sofortige Entbindung die beste Behandlung. Und die sind dann alle besser. Aber für die Kleinkinder ist Warten auf 37 Wochen besser. Hätte mir auch einfallen können, weil sie dann weniger respiratorisches Distress-Syndrom kriegen. Und so muss man sich entscheiden. Aber wenn man das Ganze auswertet und genau anguckt, die Chancen, dass der Mutter wirklich irgendwas Schlimmes zutrifft, wie jetzt Krampfanfall oder das HELLP-Syndrom, sind ziemlich wenig. Wobei die Anzahl dieser Neugeborenen, die Lungenprobleme hatten durch diese frühe Entbindung, waren meines Erachtens erheblich. Und man hat hier ja immer mit zwei Patienten zu tun. Aber ich würde, glaube ich, denken, dass so länger man die Schwangerschaft durchführen kann, umso besser. Dann der Patient in Lancet ist dieser. Und dies ist eine Dame. Schwere Raucherin, kommt rein kurzatmig und wird untersucht. Und was wir hier sehen, ist, erstens hat sie hier wird ein CT durchgefahren, sie hat Zeichen von Perikardtamponade im Prinzip. Und Echokardiographie hat das auch bestätigt. Und in diesem CT sehen wir bilaterale Pleuraergüsse, die sind groß. Hier sind ziemlich große Lymphknoten hier, die hier nicht hingehören. Hier können wir auch Kontrastmittel sehen, ist auch Perikarderguss. Und lange Geschichte, kurzer Sinn,
Dies wird entlastet und in der Herzbiopsie, das durchgeführt worden ist, weil sie auch schlechte Ventrikelfunktion hatte von 25%, sehen wir eosinophile Infiltrate hier im Myokard. Und das erinnert einen an Church-Strauss-Syndrom oder irgendwas dieser Art. Das war aber nicht der Fall. Dann hat man diesen Lymphknoten hier bioptiert und sie hat zusätzlich dazu ein Adenokarzinom der Lunge und man deutet diese Myokarditis als ein paraneoplastisches Syndrom. Und die hat einen schrecklichen Verlauf und ist in kardiogenen Schock hier gelandet und hat auch eine Intraorten-Ballonpumpe gekriegt und hat sich dann einigermaßen erholt. Und dann versucht man diesen Lungenkarzinom mit Cisplatin und Chemotherapie zu behandeln, obwohl die linke Ventrikelfunktion hat sich erheblich verbessert. Scheint so, als würden diese Lungenmetastasen sich vergrößern. Dann hier sind ein paar Bilder. Was ist dies? Mensch hat Bauchschmerzen. Dies ist, nennt man im Englischen Collins Sign und das ist ein subkutanes Hämatom um den Bauchnabel. Und dies ist pathognomonisch für akute hämorrhagische Pankreatitis. Und diese Patienten haben dann beinahe immer gleichzeitig subkutane Hämatome in den Flankenbereich. Das nennt man Gray-Turner-Zeichen. Und solche Sachen brauchten wir, als es keine Bildgebung gab und es brauchte einen halben Tag eine Amylase zu bestimmen, um Pankreatitis zu diagnostizieren. Und das sieht so klassisch aus. Ich dachte, ich würde Ihnen das zeigen. Und das war's für heute. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt.